Um eure Privatsphäre in Instagram einzustellen, geht ihr auf euer Profil, dann oben auf die drei Striche und dann auf Einstellungen. Jetzt seht ihr schon das Wort Privatsphäre mit dem kleinen Schloss, da geht ihr drauf und los geht's. Mein wichtigster Tipp an euch, stellt euer Konto auf Privat. Damit könnt ihr eure Inhalte davor schützen, dass sie jeder im Internet einfach sehen kann. Außerdem könnt ihr unter Aktivitätsstatus einstellen, dass nicht jeder sehen kann, wann ihr online seid oder wann ihr zuletzt online wart. Bei den Einstellungen zur Story finde ich total praktisch, dass man einstellen kann, dass nicht jeder diese Story einfach weiterteilen kann. Klar, Screenshots kann man immer noch machen, aber zumindest seid ihr etwas davor geschützt, dass nicht jeder einfach eure Inhalte weiterverbreitet. Vielleicht ist es euch auch schon mal passiert, dass ihr irgendwo markiert wurdet, wo ihr gar nicht markiert werden wolltet. Hier könnt ihr einstellen, dass es nicht automatisch hinzugefügt wird, sondern ihr erst gefragt werdet, ob ihr diese Markierung überhaupt haben wollt. Praktisch sind auch die Einstellungen zu den Kommentaren. Hier könnt ihr Kommentare von bestimmten Personen einfach blockieren oder auch dafür sorgen, dass beleidigende Kommentare euch gar nicht angezeigt werden. Viel Erfolg beim selber Einstellen!